So, wo ist denn meine Krankenschwester? Ach nee, die ist kein. Doch, die ist hier, ne? Ihr seid auf Bomben aus? Dann redet mal mit der verrückten Alten, die dort beim Brunnen wohnt. Sie lagert alles Mögliche in ihren Keller. Nur gut, dass man mir diese Salbe für schwere Verbrennung gegeben hat. Leute. Auch wieder ein Teil, der typisch war, vor allem für damalige Rollenspiele und Action-Adventures, dass man wirklich von A nach B nach Z nach X nach L nach R und C wieder geschickt wurde. Es war nicht immer schön. Aber gut, gehörte nun mal dazu und wir spielen ja Evolent. Und das heißt, es muss ja alles abgedeckt werden, irgendwo ein Stück weit, ne? Man kann ja nicht die Augen verschließen vor Dingen, die mal nicht so schön waren. Ist das mit der Maus hier? Na, du Alte. Bomben, sagt ihr? Ja, in meinem Keller habe ich welche. Ich kriege die Stimme nicht hin. Sie sind schon seit dem Krieg dort, aber ich bin fast sicher, dass sie noch funktionieren. Ihr bekommt sie aber nur, wenn ihr etwas für mich tut. Ne. Ach komm schon, Muttchen. Wisst ihr, ein Drache greift das Land hier an und hinterlässt nichts als verkohlte Erde. Wir müssen dieser mächtigen Bestie den Garaus machen. Ja, ist halt schlecht gelaunt seit unserer Scheidung. Ich kann da nichts mehr machen. Ich habe da keinen Einfluss mehr drauf. Ich spreche doch von meiner. Oder nicht? Erstmal weitergucken. Hilfsoffizier Raylan hätte diese Woche Patrouillendienst. Er wird euch mehr sagen können. Ihr findet ihn am Dorfeingang. Ich hab das schon mal. Bomben. Also, hallo Sid. Geh weg. Das ist auch eine Art Quest. Man schickt mich von A nach B nach C nach X nach L nach R und C wieder zurück. Und so werde ich richtig wütend und kriege so viel Wut, dass mir gar kein Gegner mehr gefährlich werden kann. Sprich mit mir! Hallo, sprich mit mir! Hallo! Der Drache. Tja, einen eigentlichen Drachen hat wohl niemand gesehen. Aber ich sah Spuren im Boden. Große, runde Krater verkohlter Erde. Ich musste den Kleinen sogar ins Dorf zurückschicken. Immer sehe ich ihn bei den Kartenspielen. Nee, bei den Kratern spielen. Wirklich, Kinder so einfach in die Nähe eines Drachen zu lassen. Ihr sollt es mit seiner Mutter reden. Sie wohnt im Haus neben Sitz. Liebe Leute, ich habe Evolent angefangen zu spielen, weil ich es richtig, richtig nice fand und richtig schön in Erinnerungen geschwelgt habe. Nostalgie wird bei mir groß geschrieben. Nein, wir machen jetzt einfach so weiter, als würden wir es mögen. Seid ihr nicht alt genug, um zu wissen, dass es keine Drachen gibt? Das vermaledeite Kind muss die Bomben aus dem Keller der alten Dame gestohlen haben. Mir kam diese Feuerwerkskörper schon etwas groß und schwer vor. Bittet ihn, euch die Bomben zu geben. Hoffen wir, dass sie bei euch sicher aufgehoben sind. Es gibt nur ein Kind hier und das ist natürlich der da hinten beim Kartenspieler. Das ist sehr schön. Okay, ich muss ganz ehrlich gestehen, so krass habe ich es aber bisher in keinem Action-Adventure oder Rollenspiel erlebt, Milady, dass man so hin und her geschickt wurde. Aber ich glaube, das wird jetzt auch ein bisschen bewusst überspitzt und übertrieben dargestellt. Meine Mutter weiß von den Bomben? Das gibt Ärger. Aber der Spaß war es wahrscheinlich wert. Kann ich wenigstens eine behalten? Nein. So, ich bin jetzt Bomberman. Wer bist du denn? Conan! Ich habe ein paar mächtige Zauber gelernt. Habt ihr die Bomben? Freigeschaltet Bomben. Mit Vorsicht zu handhaben. Ausgezeichnet. Dann auf nach Süden zum Heiligen Hain. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Das sagst du mir. Ich bin Bomberman. Geht beiseite, unwürdiges Pack. Wie rede ich denn? Wird geladen. Einmal kurz was schlurfen. Entschuldigung, so viel Zeit muss sein. Dumpti-dumpti-dumpti-dumpti-dum. So, jetzt haben wir eine gestärkte Cindy. Und wir haben Bomben. Das ist doch immerhin schon. So, wir müssen Richtung Süden. Und ich habe mich schon wieder erschrocken. So, Topfpflanzen. So, mal gucken, was Cindy kann und gelernt hat. So, angreifen. Autsch, Autsch. Magie. Heilen X-Kristall. Was ist X-Kristall? Ich mach mal hier. Ach, guck an. Ja, sieht doch gut aus.
Aber ich glaube, wir sollten uns wirklich aufs Heilen beschränken. Okay, pass auf. Magie. Heilen. Okay, X-Kristall ist mal nicht schlecht, aber letztendlich, vor allem bei so vielen Gegnern, ist nicht unbedingt die beste Wahl. Ich denke mal, das können wir so bei Einzelgegnern machen. Oder bei vereinzelten Gegnern. So, ich muss jetzt daneben. Okay, wir heilen uns nochmal. Hat dann doch ein bisschen mehr rausgehauen, als ich erwartet habe. Ich bin erstaunt. Katschung. Ihr habt 580 Gliss. Kann ich nicht Gills sagen? Und 22 EP gewonnen. Gonn hat Stufe 6 erreicht. Sein Wert für Verteidigung wurde erhöht. Sie in der Stufe 6 erreicht. Ihr Wert für Magie wurde erhöht. Wir könnten rein theoretisch uns hier richtig hochleveln. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir sowieso schon 1000 Mal in Kämpfe kommen, ist so ein gezieltes Abfarmen gar nicht nötig. Komm, weißt du was? So, heilen. So, hau rein. Ja, ja. Ich muss jetzt wirklich gucken, dass wir echt geheilt werden, weil ich möchte ungern sterben. Ich weiß, klingt merkwürdig. Auch wenn das jetzt für den Gegner nicht notwendig war, dass wir es weiter heilen, aber wir haben ja noch weitere Gegner, die auf uns lauern, warten und so weiter. So, wir müssen Richtung Süden. So, Conan. Oder pass mal auf, warte mal. Okay, Magie, das könnte jetzt schlecht aussehen, wenn wir Pech haben. So, du bist tot. Du bist tot. So, Magie. X-Kristall. Und tot. Nein, noch nicht. Nein, bitte, 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 hol mich nicht. Autsch. So, dann heilen wir uns einmal. War vielleicht doch gar nicht so schlecht. Also bei schwächeren Gegnern wirklich ist Kristall quasi wie ein One-Hit. Und ich denke mal, da kann man das dann... Gut, muss man erstmal wissen. Okay, Süden ist hier, aber hier gab es nicht. Außer weitere Kämpfe. Was nicht schlimm ist, ich beschwere mich nicht. Nicht falsch verstehen. Rein. Okay, hier müssen wir... Nein, warte mal. Magie. Ich mach doch nochmal X-Kristall. So, das geht dann schneller. Okay. Ich möchte mal einfach nur gucken, inwiefern jetzt X-Kristall eventuell... Ne, Hardcritten. Da hat er scheinbar was dagegen. Gut, okay. Heilen. Ich wollte mal kurz was ausprobieren. Das X-Kristall bei den Pflanzen dann halt doch nicht so stark. Ich meine, der Pilz, der wurde gewone-hitted, oder? So, das muss ich jetzt nicht jedes Mal vorlesen. So, wir müssen Richtung Süden. Richtung Norden. Ich muss das nicht verstehen, oder? So, pass auf. Alter. So. Magie heilen. Du heilst nicht wirklich viel. Ich muss gleich aufpassen. Angreifen. So. Ja, hau halt rein. Mach halt. Übertreib halt. So. Einmal tot. Dankeschön. Lass mal die in Ruhe. Das kann knapp werden. Ich sehe es gerade. Nein. One Hit. Super. Ach so. Genau. Und du mit Marie wieder heilen. Ich weiß nicht. Wir haben unbegrenzte Mana-Punkte, oder? Das ist sehr gut. Okay. Also müssen wir die Höhle im Süden... Im Europa. Okay, das ist eine große Schildkröte. Magie, X-Kristall.
So, 25. Doch, ist gut. Autsch. So, One Hit bitte. Nicht? Nein! Weg. Okay, die große tut ganz gar nichts. Außer, wenn sie uns tötet. Sterben wäre jetzt eine miese Option. Ach, Gott sei Dank. Die Frage ist, ich meine, wenn wir ein Level abbekommen. Ach, guck an, hier ist. Ich war kurz an der Höhle. Ich war kurz an der Höhle. Das gibt's doch nicht. Autsch. So. Heilen. Ich weiß nicht, wenn wir ein Level abbekommen, kriegen wir noch wieder komplett. Die Hitpoints, kriegen wir die wieder aufgeladen komplett? Normalerweise ist das so. Normalerweise gehört sich das so. Sterben, dankeschön. So, dankeschön. Komm, stirb. Stirb, danke. Oh, geht doch. So, und jetzt ab in die Höhle. Tada! Die Ruinen von Sarutnak. Okay, dann mal gucken, was uns erwartet. Charakterauswahl. Schade, dass es keinen Münzeinwurf für 2P für einen 2-Player gibt. Ja, ich möchte gerne bei unseren Link-Helden bleiben, also bei unseren Conan-Helden bleiben. Boah. Was ist das denn? Aha. Hilfe! 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 Okay, habt ihr? Okay, Hack and Slay. As it's best. Diablo. Das ist doch tatsächlich Diablo. Hab ich natürlich schon gesehen. Das Kettenkombo-Treffer. Greift am Ende eines jeden Hiebs an, um mächtige Kombos zu entfesseln. Und ein Feuerring. So, das ist definitiv Diablo-Style. Und ganz ehrlich, ich liebe ihn. So, was haben wir hier? Was ist das denn? Ein Feuerring. Plus 5 Feuerresistenz. Sollten wir also Gegner haben, die uns mit Feuer bombardieren wollen? Sollen sie nur kommen. Wir sind... Plus 5% feuerresistent. Halskette des Adlers. Plus 2% Ausweichchance. So gefällt mir das. Das ist jetzt so mein Metier. Ja, finde ich ja klasse. 40 Gliss, also... Na, wenn sich das nicht lohnt... So, dann wollen wir mal. Leider habe ich immer noch keine Minimap. Ich weiß aber, dass sich das gleich alles ändern wird. Allerdings brauchen wir da ein bisschen Geduld. Ich weiß, hier gab es eine Spinne. Zwei. Katsching. Ich habe null Ahnung, wo ich lang muss. Hallo. Okay, Friedhofs-like. Von hier kamen wir doch her, oder? Ja, von hier kamen wir. Wie gesagt, ein Orientierungssinn wie ein kaputtes Navi. Da müsst ihr mir ein bisschen, naja, mir ein bisschen Geduld entgegenbringen. Ein bisschen Nachsicht. Hallo. Eine Truhe. Lebensbalken, ihr seid nicht mehr auf Viertelherzen beschränkt. Super, sondern auf eine Diablo-Style-gerechte Heilanzeige. In Form einer Kugel. So, dann kommt her. Ich freue mich. Ach, ist das schön. Was? Gestas Handgelenkschutz. Plus 10 Meuchelschaden. Ja, super. Meuchel ich denn auch? Achso. Umgebungslicht. Das Umgebungslicht hängt davon ab, wo ihr euch aufhaltet. Okay. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass das fehlte.